willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Ich zuppel mich mal eben wieder zurecht, wie immer. Ich greife immer da oben hin, ne? Und dann, naja, egal. So, ich habe wieder mein Handy an, was wieder Fotos von mir macht. Aus die Maus. So, ich habe wieder eine Lidschattenpalettenvorstellung für euch. Und zwar diesmal von Sephora. Eine Sephora Eye Stories Palette. Und zwar die Flash Florals. Einmal diese hier. Genau. Was steht denn da drauf? Ja, 6 Eyeshadow-Palette. Also 6 Farben. So. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Da müsst ihr mal gucken. Die gibt es oft bei TK Maxx. Und da habe ich die auch ergattern können und habe sie mir sofort mitgenommen und habe auch eine der Angie zum Geburtstag geschenkt. Weil sie findet Sephora auch so schön. So. Und ich finde, das fand es einfach eine tolle, ansprechende Palette. Und ja, die sieht so aus von innen. Finde ich sehr, sehr schön. Und wir swatchen die jetzt natürlich. Und wir fangen mal an. Hier gibt es natürlich eine so gute Beschreibung, wie man schminken kann. Aber ihr wisst ja, bei mir geht das alles ein bisschen anders. Rosebud. Oh, wer Columbo kennt. Kennt eigentlich einer von euch Columbo? Na? Wer Columbo kennt, in einer Folge Rosebud. Kennt ihr das? Welche Folge ist denn das? Ha? Ihr braucht sie nicht mit Namen nennen. Aber warum macht er das? Oder was hat er da für Tiere? Hm? Also wir lieben Columbo. Wir haben alle Staffeln auf DVD. Wir müssen ihn mal wieder angucken. Columbo ist einfach geil. Also einmal Rosebud. Dann Petal. Die ist schon schön, ne? Und Sunflower. Ein schönes Gelb. Wir nehmen einfach mal jetzt erst 3 Stück. Und dann so die hellste Farbe. Das ist auf jeden Fall eine Farbe, mit der ich setten kann. Oh, guck mal. Die ist aber schön. Ja, Gelb habe ich heute ja auch auf dem Auge, wie man es unschwer erkennen kann. Also das ist so die Setting-Farbe. Das ist so ein schönes Flieder, ne? Und dann Gelb ist jetzt auch nicht schlecht. Kann sich schon mal sehen lassen hier, die ersten Farben. Die ersten Dry-Farben. Ich glaube, ich habe schon mal eine von Sephora gehabt jetzt. Ja, aber ich fand die kleinen einfach auch schön praktisch, ne? Kannst du mal mitnehmen für unterwegs. Dann haben wir hier Orchid, also auch nochmal so ein Lila. Dann Dew, das ist so Happy Glanz überall. Und Florist, das ist ein Braun. Und dann sind wir schon durch. Ist wie gesagt eine kleine schicke Palette, die es oft bei TK Maxx gibt. Einfach mal die Augen offen halten. Oh Gott, yes. Aber bei uns ist im Moment TK Maxx eher ein Müllhaufen. Nicht schön. Ja, ne? Also das denke ich mal wieder, gibt einen tollen Look. Also ja, wie gesagt, TK Maxx ist bei uns hier der letzte Müllhaufen im Moment in Ingolstadt. Da findest du nichts. Ich habe mir jetzt vor kurzem nur eine Haarspülung mitgenommen. Das war's. Aber was an Make-up? Gar nichts. Du hast keine Lidschattenpaletten mehr, weil viele haben da Oscar Atem gekriegt. In günstiger die Lidschattenpalette überhaupt nicht. Und ja, ich weiß nicht, was da los ist. Schließen die? Ich habe keine Ahnung. Sind die Tage von Lidschattenpaletten vorbei bei uns? Sind die gezählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese kleine Sephora-Palette Fresh Florals. Da wird es morgen einen tollen Look mitgeben. Da kann einen drauf lassen. Also, diese schöne Palette. Sie ist ja auch von außen einfach hübsch, ne? Und dann von innen, so sieht sie aus. Da zaubern wir doch einen schönen Look mit und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, bleibt alle gesund. Falls ihr das nicht seid, wünsche ich euch gute Besserung, dicken Knutscher an euch, Herzchen und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr zum passenden Schminki dazu. Also macht's gut, bis dann, ciao.